Sie haben Taiji vom Tor runtergeholt. Wollt ihr ihn sehen? Eigentlich nur Gerüchte. Die Menschen hier sprechen von einem Zauberer, der in einem großen Palast lebt, jenseits des ewigen Sandsturms. Einer dieser Nomaden könnte uns hinführen. Sie kennen das Land besser als... Da ist er. Andariel, ich höre sie. Ja. Ich muss mich irgendwo konzentrieren und ihre Stimme eindämmen. Sucht jemanden, der uns führen kann. Ich hole etwas, um Thaisa zu helfen. Ha! Keine Chance! Nicht für alles Gold in Caldeum! Eisenwölfe. Söldner mit einem alten... Ihr findet hier niemanden, der närrisch genug ist, um diese Anfrage anzunehmen. Gebt auf und bleibt einen Tag länger am Leben. Seid ihr verrückt? In dem Sturm lebt ein Zauberer, der euch das Fleisch von den Knochen reißt. Moment. Was ist mit dem alten Mann? Was? Besser wäre es, den dunklen Zauberer um einen schnellen Tod zu bitten.
Aber wenn ihr verzweifelt seid, ist er vielleicht der Einzige, der verrückt genug ist, sich darauf einzulassen. Er verbringt seine Tage in einer Rauchwolke am Flussufer. Dort ist es gefährlich. Seid vorsichtig. Ich habe einen ruhigen Ort gefunden, an dem sie sich darauf konzentrieren kann, Andarias Präsenz zu kontrollieren. Ist es sicher, sie hier zu lassen? Sicherer, als blind durch die Wüste zu stolpern. Zumindest bis wir einen zuverlässigen Führer finden. Diesmal werde ich nicht derjenige sein, der die Leichen in den Fluss rollt. Vergesst es. Ihr solltet lieber kehrt machen und gehen, Freunde. Ich habe euch ja gewarnt. Ich habe keine Energie mehr. Was ist? Ich hab bezahlt, lasst mich in Ruhe. Wir sind nicht zum Geldeintreiben hier. Wir brauchen... Hä? Das kann nicht sein. Oder? Ist das das Symbol der Horadrim? Ja, Horadrim. Deckard? Deckard Kane. Seid ihr es, alter Freund? Ich bin es, Meshif. Nein, Deckard ist nicht mehr. Ich bin Lorath. Wir brauchen eure Hilfe, um den Sandsturm im Norden zu passieren. Ein Sandsturm, was?
Die anderen müssen euch abgewiesen haben, haben euch bestimmt irgendwelchen Unfug von einem Zauberer erzählt. Ja. Nun, was kann ein Zauberer mir schon antun, was die Zeit nicht schon getan hat? Ja, ich werde helfen. In der Nähe gibt es eine alte Kapelle, ein vielversprechender Ort, um ein neues Abenteuer zu beginnen. Gut. Beschafft euch alles Nötige. Ich hole Thaisa und treffe euch dort. Ah, das ist wunderbar. Wie in alten Zeiten, was, Deckard? Energie.
Ah, da seid ihr ja. Deckard ist mit eurer Freundin drinnen. Als wir eintraten, verfiel Andariel in Verzweiflung. Aber ihre Schreie sind jetzt nur noch ein Flüstern. Das ist heiliger Boden. Ihr Einfluss wird hier schwächer sein. Spinnes. Thaisa muss selbst entscheiden, ob sie sich uns anschließt. Jeder Teil von mir will durch diesen Sturm gehen und Elias bluten lassen. Aber vielleicht setzt er darauf, dass meine Rache mich zu ihm zurückführt, damit er beenden kann, was er begonnen hat. Es ist für alle sicherer, wenn ich zurückbleibe. Das ist keine Schande. Es ist eine weise Entscheidung. Wir bringen euch seinen Kopf. Nein. Ich bin euch genügend zur Last gefallen. Eines Tages werde ich euch helfen können. Schreckliche Dinge. Wahnsinnige Dinge. Sie weiß von Liliths Rückkehr und was Elias plant. Aber Andariel ist es egal, wer gewinnt. Es muss nur jemand verlieren und unvorstellbare Qualen erleiden. Seid ihr es? Ich hoffe, ihr habt euch mit Heiltränken eingedeckt. Falls nicht, nehmt euch ein paar von meiner guten alten Isabella. Der Sturm wird auch noch schlimmer. Ich kann es riechen. Wenn er richtig loslegt, müssen wir einen Unterschlupf finden. Sonst bleiben von uns nur Knochen und Legenden übrig. Ich genieße nur den Moment. Diese Reise werden wir nicht so schnell vergessen, was, Deckard? Ich kann es kaum erwarten. Wütend! Folgt mir! Kann es sein? Ha! Es ist wahr!
Die Götter segnen unsere Reise, Freunde. Trinkt mit mir, Deckard. Ein Trinkspruch auf ein weiteres lebensbedrohliches Abenteuer. Nein, ich hatte genug. Bedient euch. Ach, solch eine Großzügigkeit lehne ich nicht ab. Er scheint nachzulassen. Vorwärts! Zurück! Was? Was ist los? Meine Pfeife! Ich habe meine Pfeife in der Kapelle vergessen. Wir müssen zurück und sie holen. Alter Mann, wenn ihr jetzt umkehrt, bin ich der Erste, der eine Klinge in euren Rücken treibt. Pah, na schön. Aber ich werde diesen Verrat nicht vergessen, Deckard. Das wisst ihr. Nun, dann kommt. Euch an den salzigen Duft des Meeres. Weder Schatten noch Teufel konnten sich uns in den Weg stellen. Seitdem habe ich die ganze Welt bereist. Ich habe Dinge gesehen, die ihr euch nicht vorstellen könnt, aber es war nie dasselbe. Ohne Ziel umherzuwandern, war ein bloßes Abwarten. Ja, es ist wichtig, ein Ziel zu haben.
Ein Fuß vor dem anderen, alter Freund. Wenn wir stehen bleiben, sterben wir. Halt den Schritt. Das war's, hä? Das war nicht halb so gefährlich, wie die anderen behauptet haben. Euch das an? Kaum zu glauben, dass ein derart faszinierender Ort jenseits des Sturms lag. Vielleicht ein Relikt aus den Tagen des alten Kejistan. Verschollen, bis Elias es an sich nahm. Dann muss es wohl einige Schätze bergen, wie? Meschiff, bewegt euch nicht. Sprecht mit niemandem. Hier lauern große Gefahren. Ihr werdet in euren alten Tagen ängstlich, mein Freund. Aber keine Sorge, ich bleibe hier. Elias hat sie in seinen Kreis der Gesalbten aufgenommen? Ihr da! Wartet! Euch habe ich noch nie zuvor gesehen. Wir haben es durch den Sturm geschafft. Durch die Gnade der Mutter. Ah, neuer Jünger. Ihr kommt zu einer günstigen Zeit. Lilith hat uns kürzlich mit ihrer Anwesenheit beehrt. Sie war hier? Oh, es war überwältigend. Aber keine Sorge. Vielleicht lässt euch Meister Elias durch das verborgene Auge einen Blick auf sie erhaschen. Wenn ihr euch als würdig erachtet, geht hinein und stellt euch ihm vor. Verdammt. Das ist schlimmer, als ich dachte. Elias ist im Besitz des verborgenen Auges. Es ist uralte Magie. Er kann damit alles sehen, selbst über die Zeit hinweg. Echt Champions von Lilith! Wir werden Dämonen nie wieder fürchten!
Tretet vor, auf dass Meister Elias euch richten möge. Doch zeigt weder Furcht noch Zaudern. Keine Sorge, das werden wir nicht. Gebenedeite Mutter, ich werde euch nicht erneut enttäuschen. Die Herrin wird auf dieser Welt wandeln. Elias, ich wusste, ihr würdet kommen, Lord. Ihr habt uns mit dem verborgenen Auge ausspioniert, nicht wahr? Ihr glaubt, ich würde solche Magie an euch verschwenden. Ihr seid immer noch genauso engstirnig wie an dem Tag, als ich euch verließ. Ich werde euch von eurem Leid erlösen, alter Mann. Ihr hättet an eurer kleinen Hütte bleiben sollen. Es ist vorbei. Wir sollten das verborgene Auge finden, solange uns noch Zeit bleibt. Wir können es nicht diesen Fanatikern überlassen. Halt. Ich sehe etwas. Blutblüten. Mephisto, Diablo, Baal. Die Zerstörung Sanctuarius steht bevor. Und ihr zweifelt noch. Nur Fanatiker und Narren leben ohne Zweifel, Mutter. Wenn wir gerettet werden, dann durch eure Hand. Ich bin zu eurer Ermächtigung hier. Nicht zur Rettung. In meinem Schatten werden die Starken der Macht der Hölle trotzen. Die Schwachen sind auf sich gestellt. Andariel lebt. Die Horadrim sterben. Koste es, was es wolle. Koste es, was es wolle. Ich hatte eine weitere Vision. Lilith glaubt, die großen Übel werden Sanctuario zerstören und gibt Menschen die Macht, sich gegen sie zu stellen. Deshalb versammeln sie und Elias Anhänger. Sie bauen eine verdammte Armee auf. Ja, Lorat. Die Herrscher der Hölle bedrohen unsere Existenz und wir unternehmen etwas dagegen. Elias! Wie könnt ihr noch am Leben sein? Ihr werdet niemals verstehen, was ich für diese Welt getan habe. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Energie. Nach all den Jahren ist das alles, wozu ihr imstande seid? Ihr könnt mich nicht töten! Braucht mir keine Energie mehr. Stirb dieser Bastard nicht! Wir können nicht einfach weiter so gegen ihn anrennen.
Er wird uns zermürben. Wir müssen entkommen, aber nicht ohne das verborgene Auge. Wenn wir es an uns nehmen könnten, würde er zumindest etwas an Macht einbüßen. In den Bergen haben die Mutter und ich ein Dorf gesehen. Die Leute dort, frierend und hungrig, beteten ein Licht an, das ihnen keine Wärme spendete. Aber in ihrer Gegenwart wurde ein neues Feuer in ihren Herzen entfacht. Sie sollten nie wieder hungern oder frieren. Es ist zu spät, das zu beenden, was Lilith begonnen hat.
Das verborgene Auge. Meshiv kann uns dabei helfen, das Artefakt weit weg von diesem Ort zu bringen. Aber wir müssen uns beeilen, bevor Elias zurückkehrt. Diese Öffnung dort ist unsere beste Fluchtmöglichkeit. Die Mutter setzte sich mit mir ans Feuer und... Drückt hierzu. Wir müssen die Blutung stoppen. Ich habe wohl im Alter nachgelassen, was, Deckard? Nein. Hey, da seid ihr. Habt ihr den Zauberer getötet? Nicht reden. Der Sturm lässt nach. Wir bringen euch hier weg. Oh, zu schade. Ich hab meinen erwischt, nur zu spät. Der Teufel hat mir in den Rücken gestochen. Aufgespießt wie eine Stachelratte. So kann's gehen. Was, Deckard? Ei. So kann es gehen. Sie werden kommen. Ich nehme das verborgene Auge. Wir brauchen einen sicheren Ort, um es zu untersuchen, um es gegen sie zu verwenden. Wir treffen uns in der Wüstenkapelle. Los! Habt ihr ihn getötet? Mehr als einmal sogar. Er bleibt nur leider nie tot. Er ist mächtiger, als ich dachte. Ich habe ihn unterschätzt. Ich auch. Aber zumindest konnten wir ihm etwas Wichtiges entreißen. Das verborgene Auge. Ich glaube, damit konnte er aus der Ferne mit Lilith kommunizieren. Ein mächtiges Stück Magie. Und gefährlich. Vielleicht können wir es zu unserem Vorteil nutzen. Gebt mir etwas Zeit, es zu studieren. Die großen Übel formten sich neu. Die Hölle war im Anmarsch. Aber Elias war die Antwort auf niemandes Gebet. Will man über jemanden urteilen, sollte man ihn an seinen Taten messen, nicht an seinen Worten. Ganz einfach. Elias predigte davon, die Welt zu retten, während er auf einem Berg von Leichen stand. Und dann war da die Wanderin. All das, was Elias nicht war. Befleckt von Liliths Blut und doch in der Lage, ihrer Verderbnis zu widerstehen. Dies konnte ich an ihren Taten erkennen. Und dies war der Moment, an dem ich wirklich zu glauben anfing, dass wir das Böse gemeinsam aufhalten könnten. In seinem Kult muss ich. Nicht grausamer als der Rest von Sanctuarius Schattenseite. Ich kann Andariels Geflüster meist aussperren, aber nicht immer. Besser ein Flüstern, als dass sie die Welt erneut beschreitet.
Andariel ist Teil des Plans von Lilith und Elias. Aber wie? Was wissen wir bisher? Lilith ging einen Pakt mit Astaroth ein. Ein Dämon, der ihrem Vater diente. Interessante Wahl eines Verbündeten. Und sie hat einen Schlüssel zur Hölle. Dort wird sie als Verräterin angesehen. Warum sollte sie also hingehen? Und ist sie bereits dort? Wir brauchen Antworten. Elias hat das verborgene Auge benutzt, um mit Lilith zu sprechen. Vielleicht kann es uns helfen. Bringt es bitte her. Es ist riskant, doch uns bleibt keine Wahl. Wenn ihr bereit seid, stellt euch Lilith vor und blickt in das Auge.